Herzlich willkommen zum Satz von Kay Hamilton mit der Anwendung halt spezifisch. Also ich zeige einfach die Anwendung vom Satz. Und es geht eben darum, dass das Gratis-Pronomen, den man eben statt x einsetzt und man weiß, dass es 0 gibt, dann kann man eben das ausnutzen. Und das kann man für die Inverse, also Berechnung der Inversen, ist das eine. Und das andere ist die Potenzierung einer Matrix. Aber fangen wir mal mit der Inversen an. Also sei Matrix A 1, 2, 1, 2, 1. Unsere Matrix ist antisymmetrisch, aber ich bin nicht so neu. Jedenfalls ist sie so: A ist GLN, das heißt sie wird hier war. So. Das charakteristische Polynom lautet x minus 1 Quadrat. Es stützt ab. Das charakteristische Polynom ist halt abgestimmt. X minus 1 im Quadrat ist 4. Das ausgeschrieben. Ich habe also ausmultipliziert. 2 minus 3 x plus 5. Und jetzt wollen wir nicht einmal zu sehen, was wir das in dieser Form. Und nun machen wir so, dass wir in a statt x umsetzen. Und das gibt dann a Quadrat minus 2a plus 5 mal Identität. Und ist gleich 0 natürlich. Das auch. Äquivalent umgeformt ist das. So, man bringt dann so die Identität wegen a mal a inverse gleich a inverse a gleich i n oftmals. Hier ist es i2. So, kann i schreiben oder in. In ist für mich besser, weil es gibt die Dimension der Identitätsmatrix an. Deswegen i2. 2 ist gleich 1 Fünftel minus a Quadrat plus 2a. Man kann a ausklammern. Also 1 Fünftel a minus a plus 2 Identität. Und jetzt oder noch besser so rumgeschrieben mit dem A vorn dran, sieht man es besser. Das hier ist gleich A inverse, weil A mal A inverse die Identität gibt. Das heißt, wenn wir jetzt mal a inverse multiplizieren, dann kriegen wir a inverse ist gleich 1 Fünftel minus a plus 2 mal die Identität. Und das ist praktisch, weil jetzt müssen wir nur noch einsetzen und da hat man es. Das heißt, a inverse gleich 1 Fünftel mal minus 1, so ich mache es eintragsweise, plus 2 in die Identität, dann minus 2, 2, minus 1 plus 2. Das ergibt
15. Mal 15, dann 1 plus 2, 2, 1. Und das wir hier sehen, also kann das mit der Kofaktormatrix toll prüfen. So. Beim, ja, das schreibe ich in einem separaten Video. Ja. Jedenfalls ist transponiert, adjungiert. So, und A, natürlich, es war, macht das hier bleiben Minus, wenn das Stimmenvorzeichen gleich, hier wird es Stimmen vertauschen, Minus. Und der Terminant ist 1. Plus 4 und das ergibt 5. Das ist eine Fünftel, ja, also stimmt. Und das haben wir berechnen oder beziehungsweise potenzieren. Und wir halt wieder A. Oh. Also. So, und jetzt A hoch 6 berechnen. Das ist ja ziemlich aufwendig, normal. Und wir wissen, im Freund des Kartesierpolynom ist x Quadrat durch 2x plus 5. Das heißt, wenn man A einsetzt, wieder gibt es A Quadrat. Das ist eben gleich 0. Das ist 2a plus 5 mal i2 gleich 0. Und jetzt, was man schön sieht, man kann einfach a Quadrat in Form, du weißt, was das gibt, a Quadrat ist gleich 2, a minus 5 mal 2. Das heißt, jetzt müssen wir, also a hoch 6 ist gleich a Quadrat hoch 3. Und das ist gleich 2 mal a, 12 mal Identität hoch 3 ausmultiplizieren. 8a hoch 3 minus 60 a Quadrat plus 150a minus 125 mal Identität ist gleich jetzt wieder. Jetzt a da rausziehen. 8a mal 2a minus 5 mal 2 minus 60 mal 2a minus 5 2. Interessanterweise 2a 5 gleich i2 ist ja das a Quadrat. Deswegen, das haben wir ja ersetzt. So, weil wir es ja wissen. Dann ist noch 150a. Müssen wir 25 mal zeigen. Und jetzt ist das 16 Quadrat, 16a Quadrat, 10a plus 175 mal 2. Und das entspricht 16 mal 2. A minus 5 mal 2 ist 10a plus 175 mal 2 ist gleich 22a plus 95 mal 5 und 2. Und eingesetzt ergibt es dann die Matrix 117, 44 minus 44, 117. Weil 22 mal 2 mal 1 so 22 plus 95 mal 17. 22 mal 2 sind 44. Ja, das sieht man. Das ist recht praktisch. Deswegen ist es eine tolle Methode. So, das war's für dieses Video. Ich sage euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.